The beauty of jungle. Jungle ist gesichtslos. Darin liegt seine Schönheit, aber auch seine Angriffsfläche. Was mich angeht, ich will gesichtslos bleiben. Ihr seht mich hier und da, doch dann tauche ich wieder ab. Und deshalb wirst du meine auch nicht überdrüssig. Die Leute hören sich niemals satt an einem bestimmten Sound. Es nervt nur, wenn zu viel darüber geschrieben wird. Mein Erfolg hat sich natürlich entwickelt. Es ist kein künstlicher, mit viel Geld und Promotion erkaufter Erfolg. Wenn du zwischen 25.000 Leute vor dir stehen hast und der MC sagt, Zeit für Hype, das ist euphorisch, du fühlst dich großartig. Trotzdem kann ich nicht genau definieren, warum ich es mache. Es hat verschiedene Gründe. Ich mache es, weil ich respektiert werden will. Vielleicht hat es mit Unsicherheit zu tun, ich weiß nicht. Ich denke, die meisten Leute sind damit zufrieden, in einem Club zu stehen und nicht weiter aufzufallen. Wenn ich nicht DJ und Produzent wäre, wäre ich längst verrückt, tot oder im Knast. Naja, verrückt bin ich ja bereits, aber DJ sein hat mir geholfen, mein Leben positiver anzugehen. Andernfalls wäre ich längst als Dieb oder Junkie in der Gosse gelandet. Ich nenne meine Musik British Breakbeat. Jedes Jahr kommen neue Namen auf. Erst war es Hardcore, dann Dark, dann Jungle, dann Intelligent. Jetzt ist es Drum and Bass. Dabei ist es ein und dasselbe. Das Problem mit dem Wort Jungle war, dass es mit Raga gleichgesetzt wurde, was einfach nicht richtig war. Raga ist nur ein Einfluss unter vielen. Which wasn't what it was supposed to be about. It had ragga in it, but it also had everything else. You never know you care about you, big in a jungle. We tell everybody, what's it, no man? Me at the nut, original, mad, nut, original. Jungle ging für mich 1982 los, in Hackney, in der Dancehall. Nur das Tempo war anders. Hier gibt es im Sommer die Hackney-Show mit Soundsystems. Zumindest war das früher so. Mit 13 fing ich an, bei Soundsystems mitzumachen. Wir bauten die Boxen und organisierten Partys. Aufgelegt habe ich damals noch nicht. Ich war für den Aufbau zuständig und mischte den Sound ab, damit der Bass richtig klang. Ich war früher in derselben Klasse wie Shut Up and Dance und Kings of the Jungle, Dexterous. We were all in the same class at school. I mean, it was one of the maddest schools. Es war eine der verrücktesten Schulen überhaupt. Du kannst jeden fragen in Hackney. Die Schulen hier sind alle die totale Härte. What? This is my school. But we lost my dog. When the two turntable thing come along. Als die Sache mit den zwei Plattenspielern aufkam, hatte ich mein Ding gefunden und ich fing an zu scratchen. Das war Mitte der 80er, als Sound Systems einen Mix aus verschiedenen Musiken spielten. Ich spielte damals Hip-Hop, Reggae, Rare Groove, Soul und ein bisschen House. Even a bit of House. Was ich damals gelernt habe, kommt mir heute zugute. Mein Musikwissen, mein Background zahlt sich jetzt aus. Denn Jungle ist im Grunde eine Fusion aus allen Musiken. Summer of 89, a friend of mine
was working. Im Sommer 89 arbeitete ein Freund von mir in einem Pub in meiner Nachbarschaft. Im ersten Stock hatten sie einen Piratensender, der sich Fantasy FM nannte. Dort ging ich als Hype an den Start. Damit ging es für mich in dieser Szene los. In diesem Warehouse da vorne habe ich meinen ersten Rave gemacht. Das war 89. Like just as a DJ in 89. It wasn't the first place I DJed at, but it was the first. Es hieß Cloud 9, Fantasy FM. Fantasy FM. I think it's a clothes factory now. Heute ist es eine Kleiderfabrik. Den Strom habe ich in einer der Wohnungen dort drüben angezapft. Aber nicht in der meiner Mutter, sonst hätte ich Ärger gekriegt. Hier wohnt Mami Hype. Wir besuchen meine Mutter, Ganja Mom. Ganja Mom. Hier haben wir gewohnt. This is where we live. From about 16. Mit 16 sind wir hierher gezogen. Ich habe noch zwei Schwestern, aber die sind gerade nicht da. As a baby. Das bin ich als Baby. Me and my mom. I've always sort of advised other people. Ich habe anderen Leuten immer geraten, ihr eigenes Ding zu machen. Es bringt dir mehr, als wenn du das Label von jemand anderem aufbaust. Also sagte ich mir, es wird Zeit, das zu tun, was ich anderen rate. Also gründete ich Ganja. Hallo? Ja, wir sind in Hackney. Wir treffen uns im Fieberbüro. Ja, okay. Das war Zink. Er kommt auch zu Junk. We're gonna meet Zink. Zink's gonna come to the Fever office. Ganja ist die Essenz von Drum and Bass. Es gehört keinem größeren Label. Es wird nicht von einem Typ in Anzug mit dicker Zigarre gemacht. Es ist einfach nur er. Him. Just him. That's it. Ein Label muss unabhängig sein, das hält die Szene am Leben. All die Leute, die ihr Zeug selbst rausbringen, daran liegt unsere Stärke. Du bist von niemandem abhängig. Jungle ist Musik von der Straße, so wie Hip-Hop in Amerika. Für mich ist es unsere Interpretation von Hip-Hop. Es ist eine englische Sache. Es wurde hier erfunden, doch jeder kann es mögen. Ich hätte diesen Mixer zum Auflegen im Club. Cool FM, der größte Piratensender, und Jungle Fever haben einige Verbindungen. Sender wie Cool FM oder Eruption machen die Musik für jeden zugänglich, der ein Radio hat. Leute, die auf Jungle stehen, kommen hierher und sie sehen Superstars. DJs wie Brookie von Cool FM. Er zählt zu den angesehensten DJs und er legt bei einem Piratensender auf. And he's on a pirate. Goes out to the Snowdrift Massive. Goes out to the Acme Crew. Locked in with a big one. It's about a big fun. Rolling on. Goes out to the Stephanie's once again. DJ Brocky and the Cool FM. Forward speed now overdrive. And we drop it live. This one's the original Rough Ride. Wir haben dazu beigetragen, Jungle zu etablieren. Wir waren einer der ersten Piratensender, die rund um die Uhr Jungle gespielt haben. Eine Szene funktioniert als Team. Ich könnte morgen tot umfallen, doch Jungle würde nicht sterben. Er könnte morgen tot umfallen, Jungle würde nicht sterben. Würden wir alle morgen abtreten, dann erst wäre Jungle tot. Als Gemeinschaft sind wir groß, als Individuen sind wir, wie heißt das, entbehrlich oder unentbehrlich? Entbehrlich.
Mission Impossible. Hang on, hey, Moment, das Superhirn. Jeder ist entbehrlich, aber in der Gemeinschaft unentbehrlich. Als ich mit Jungle anfing, war es das beste Label. Es war das Label schlechthin. Moving Shadow bringt die Musik seit den Rave-Tagen raus. Zuerst war das Hardcore, dann Jungle und so weiter. Moving Shadow hatte schon immer eine Vorreiterstellung. Sean und Simon, die beiden anderen Macher, sind Freunde aus alten DJ-Tagen. Man wird nicht schlecht behandelt wie bei anderen Labels. Es ist sehr familiär. Ja, ich fühle mich wohl bei dem Label. Es ist Street, genau wie ich. The Press. Vor 5 Jahren nahm die Presse keine Notiz von uns. Wir waren der Abschaum des Musikgeschäfts. Wir haben unsere eigenen Arbeitsstrukturen. Es ist wichtig, möglichst viel selbst zu machen. Es sind einige der neuen Cover. Dead Red mit einem 3D-Effekt. Current Affairs. Das ist ja der Moving Shadow Man aus Seifenblasen. Wir haben verschiedene davon, aus Quadraten und anderen Formen. Einen bestimmten Moving Shadow Sound gibt es nicht. Kauf dir einfach eine Moving Shadow Platte aus einer bestimmten Zeit und du kannst sicher sein, dass es der Sound dieser Zeit ist. Rob, der Boss, hat ein Gespür für gute Tracks. Es gibt die unterschiedlichsten Künstler auf diesem Label. Fallplay zum Beispiel machen ganz andere Sachen als ich. Trotzdem stehe ich auf ihre Musik. Thank you.
Dein Label ist alles. Dieselbe Platte könnte auf einem anderen Label rauskommen und würde nicht halb so viel Beachtung finden. Die Leute hören sich gezielt Sachen von Labels wie Moving Shadow, Metalheads oder Good Looking an. Als Rugger Jungle vor ein paar Jahren groß rauskam, lagen die Verkaufszahlen bei 10.000 Stück pro Veröffentlichung. In Zeiten, wo der Sound nicht so kommerziell ist und mehr in Richtung puren Drum and Bass geht, können die Verkäufe auch schon mal auf 2.500 bis 3.000 pro Titel zurückgehen. Dann gibt es immer wieder Ausreißer, die vom Underground in die Popwelt crossovern und bis zu 30.000 Stück verkaufen. Ein Major Label könnte dasselbe leisten wie wir, wenn sie dieselben Ressourcen hätten und wüssten, was auf der Straße passiert. Du musst in der Szene leben. You've got to live the scene. Wir veranstalten auch die Voodoo Magic Raves. Wir sind nicht nur ein Plattenlabel, wir versuchen mehr daraus zu machen. Die ersten DJs für uns waren Grooverider und Fabio. Wir hörten sie jede Woche im Rage Club. Zuerst wussten wir gar nicht, wer diese DJs waren. I'd like to present to you the sound of the UK drum and bass. We realized that they were mixing. Sie mixten zwei Platten und kreierten dadurch ein neues Stück. Wir wollten herausfinden, wie sie es machen und es selbst versuchen. Wir waren einfach besessen und dachten, uns DJ sein wäre eine gute Entschuldigung, 24 Stunden am Tag mit der Musik zusammen zu sein. Being able to be with the music 24 hours a day, you know, it's a good excuse being a DJ. Goldie nach uns dran war und dachten uns, dass wir ruhig ein paar düstere Sachen spielen könnten. Das ist der Unterschied zwischen Randall und Goldie. Goldie ist nur ein Special Guest, der bestimmte Tracks vorstellt. Randall ist dagegen ein DJ, der ständig unterwegs ist. Er weiß, was die Leute erwarten und muss den Rave am Laufen halten. Genau wie wir. Yeah.
underground scene. Die Szene war so lange im Untergrund, bis wir eine Art Gemeinschaft aufgebaut haben. Jeder ist auf den anderen angewiesen, wegen den ganzen illegalen Sachen. Es gibt immer wieder Versuche von Seiten der Behörden, Partys zu verhindern. Es gibt eine Kette gegenseitigen Respekts. Das ist etwas, was wir von der Szene gelernt haben. Du solltest den Leuten Respekt entgegenbringen, die seit Jahren dabei sind und etwas geschaffen haben, das es dir ermöglicht, in dieser Szene zu arbeiten. Am Anfang standen die illegalen Sachen. Grooverider und Fabio spielten auf 10 Stunden für praktisch null Gage. Das wird oft vergessen. Sie haben die Szene über Jahre hinweg angeschoben. Diese Szene hat sich aus eigener Kraft entwickelt. Es hat nie eine Anerkennung von Seiten der Presse gegeben. Wir wurden immer nur als eine schmutzige, drogennehmende Szene dargestellt, wo sich Tausende von Kids zudröhnen. Dabei stand von Anfang an nur die Musik im Mittelpunkt. Innerhalb der Drum- und Bass-Szene sind wir Pioniere. Q Mark. Goldie hat es gut auf den Punkt gebracht, als er sagte, Four Hero haben das Handbuch für Drum und Bass geschrieben. Die Leute haben es gelesen und Danceplatten daraus gemacht. Es gibt bestimmte Regeln im Drum and Bass. Entweder du hältst dich an bestimmte Formate, Stile und Breaks oder dein Zeug läuft nicht. Doch wir spielen da nicht mit. Wir machen allein, was wir wollen. Denn nur so entstehen neue Sachen. You know, I refuse to be part of that. And we're just gonna do what we wanna do. And that's it. That's how you get new stars and so on. There was a time years ago. Es gab vor Jahren eine Phase, da konntest du jede Musik produzieren und sie unter ein und demselben Namen rausbringen. Heute musst du für jeden Stil einen anderen Namen finden. Ein Hip-Hop-Typ will kein Techno hören. Deshalb müssen wir unseren verschiedenen Stilen verschiedene Namen geben. But you know what I mean? So you have to put different names on the different styles of music. Four Hero bestand ursprünglich aus 4 Leuten. Tech Nine war eine weitere Gruppe, bestehend aus 2 Leuten. Dann gab es Tom und Jerry, das waren ich, Dego und Ian. Ian und ich waren gleichzeitig auch Mannix. Es gab die verschiedensten Kombinationen. Es waren also nicht 2 Leute, die alles machten. Tech Nine ist heute Degos Projekt und Mannix meins. Tech Nine hat heute einen eher relaxten Groove. Das Tempo ist meist Hip-Hop, aber mit Drum- und Bass-Elementen. Slow down a lot of the records to hip hop, but still trying to keep that drum and bass element in it.
Wir machen eher Drum and Bass für zu Hause. Um uns voll und ganz auszudrücken, könnten wir gut nur noch Alben produzieren. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, einen Hit auf dem Dancefloor zu landen. Das haben wir hinter uns. Jetzt geht es weiter zum nächsten. Not rely on having to make a dance smash on the turntables and so on. We've done that. It's like move on to something new. We're on a Star Trek voyage. Wir sind auf einer Star Trek Expedition, auf der Suche nach dem neuen Sound. Wir versuchen die Beats auf noch nicht gehörte Weise zu bearbeiten. Wir erforschen neue Planeten und Zeitzonen, immer weiter und weiter. Das ist der Zusammenhang von unserer Musik mit Science Fiction. Wir stoßen in unbekannte Regionen vor und forschen immer weiter. Der Haupteinfluss auf unsere Musik sind die Sachen, die wir früher gekauft haben. Früher Techno auf R&S, wie Joey Beltran, bis zu früh im Haus und dann Hardcore. Dann kam Goldie mit Terminator. Genau, das war der Wendepunkt für die Musik. Goldies Terminator. Wir mögen unsere Beats gern hart, sie müssen rollen. Wir wollen die Leute mit unseren Beats in Erstaunen versetzen. Genau, kompliziert und ständig wechselnd. Wenn du die Musik im Club hörst, ist das so, als ob du in den Drums drinsteckst. Sie kommen von links und von rechts, von vorn und von hinten und packen dich. So muss es sein. Du musst es laut hören. Wenn wir an Tracks arbeiten, müssen wir manchmal Kopfhörer benutzen. Doch selbst die sind dann noch so laut, dass sich die Nachbarn beschweren. Das hier ist ein altes Lonnie Liston Smith-Album. Es ist ein wichtiger Einfluss für die Musik, die wir momentan machen. Die Instrumente sind ähnlich miteinander verwoben wie in unserer Musik. Es ist die Art, wie man mit Sounds umgeht. Wir nehmen nicht einen einzelnen Sound, sondern zwei, drei Sounds gleichzeitig. Our music really, the way we sort of take sounds, not just one sound, but like two or three sounds and like play them together, sort of blend them quite subtly. That's the right word. You don't have to just draw the sample. Man muss ein Sample nicht so übernehmen, wie es ist. Du kannst dir deine Breaks selber machen, genauso wie sie es früher gemacht haben. Sampling ist eine Kunst. Es geht darum, neue Sounds zu schaffen. Und das ist die Richtung, in die unsere Musik in diesem Jahr gehen wird. Wir werden mit Live-Musikern arbeiten und eigene Samples kreieren. That's where
hopefully over this next year, we're going to take the music, we're going to get a lot of live musicians involved, then reprocess all those sounds, recreate our own samples. Ich glaube, Drum and Bass findet jetzt endlich die richtige Anerkennung. Die Leute waren lange Zeit einfach blind. Sie haben nicht erfasst, was in den Stücken steckt. Es gehen so viele Gedanken und Ideen in den Stücken. Es ist eine Art neuer Kopfmusik. Ja, Mann. Ich glaube, die Techno-Leute kriegen langsam mit, was läuft. Die Art, wie wir mit Sounds umgehen. Auch Jazz-Leute hören inzwischen zu, wegen den 70er-Einflüssen. Letztens war Courtney Pine im Fernsehen und er sprach Drum and Bass seinen Respekt aus. Sogar David Bowie sagte im Fernsehen, dass er auf Drum and Bass steht. You know, David Bowie again. He respected Drum and Bass on TV. You know, at the end of the day. Letztendlich machen wir das hier nicht zum Spaß. Es ist verdammt nochmal unser Leben. Dafür sind wir hier, um Beats zu machen. Es ist ein Geschenk Gottes. Apart from make beats, man, that's what we're here for. It's God's little gift there. That's what we've got to do. Wenn ein Produzent einen neuen Track hat, gibt er einigen ausgewählten DJs ein Dub-Tape mit diesem Track. Und diesen Dub wird dann eine Dub-Plate geschnitten. Eine Dub-Plate ist eine speziell beschichtete Metallplatte und die Musik wird direkt in diese Platte geritzt. In der Regel lässt sie sich ca. 30 Mal abspielen. Die Dub-Plate ist ziemlich wichtig geworden. Im Grunde ist sie dazu da, um auszuchecken, wie gut ein Stück beim Publikum ankommt. Give them a good reaction. If you average it, durchschnittlich schneide ich 5 Dubplates in der Woche. Das sind 10 Tracks. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber du musst es machen. Und manche DJs schneiden sehr viel mehr. Es gibt eine Gruppe von DJs, die an alle neuen Tracks kommen, während andere DJs außen vor bleiben. Das hat die DJ-Szene zu einem sehr geschlossenen Kreis gemacht. And that has tended to close in the DJing scene a little bit. Manchmal bist du deiner Zeit einfach zu weit voraus. Du hast all dieses Zeug, das erst in Wochen oder Monaten rauskommt. Und jede Woche besorgst du dir noch mehr davon. Du musst dein Publikum ein bisschen aufholen lassen. Denn sie können die Musik noch nicht kaufen, während du bereits in der Zukunft bist. Es ist Schwachsinn, einen Track 3 Monate lang auf Dubplate zu hören, ohne ihn kaufen zu können. Damit haben wir nichts am Hut. Wir machen Platten, bringen sie raus und fangen mit der nächsten an.
Yeah, I'm annoyed. What's going on? What is happening today? All right, guys? Where have you been, man? You've been here for ages, man. Yeah. It's alright, man. It's what we know you are, Dad. Yeah. Come into my den, innit? Once you're in London. Sobald du in London bist, verfällst du automatisch in diese totale Hektik. Kommst du nach Bristol, ist es wie, okay, ich mach's morgen, lass uns erstmal bei meinem Kumpel vorbeischauen. Es hat einen ziemlichen Einfluss auf die Musik. Ich würde sagen, es hat einen dramatischen Effekt auf die Musik. It's a mellow town, Bristol, you know what I mean? Bristol ist eine relaxte Stadt. Es wird viel geraucht. Ja, jeder ist ständig stoned. Das wirkt sich auf die Musik aus, sei es Drum and Bass oder Massive Attack. Massive Attack and all those, always like that. Musik aus Bristol war schon immer sehr basslastig. Loudest thing in the mix. Es geht immer um den Bass. It's maternal, man. Like Smith and Mighty said. Der Bass ist für die Ewigkeit, genau wie Smith and Mighty es gesagt haben. Er ist wieder ein Herzschlag. In dem Gebäude hinter uns fanden einige von den illegalen Wild Bunch Partys statt. Es war irre und ging die ganze Nacht lang. Wahnsinn. Sie spielten lange Sets. Long sets. Daddy G, der jetzt bei Massive Attack ist, und 3D. 3D rappte, Willie V und Nelly legten auf. Wild Bunch war absolut mein Ding. Wenn sie irgendwo spielten, versuchte ich immer da zu sein. Ich weiß noch genau, wie das damals war. Kamst rein und standest erstmal vor diesem riesen Soundsystem. Es war eine echte Show. Da waren Leute, die die Wände besprühten, die Breakdancer, legten ihr PVC aus und irgendwo standen die Plattenspieler. Dann drehten sie die Anlage auf und es blies dich buchstäblich weg. Und wenn dich das nicht beeinflusst hat, bewusst oder unterbewusst, stimmt irgendwas nicht mit dir. Ich glaube, der Ursprung von Drum and Bass in Bristol liegt in jener Zeit. Alle Musik, die in Bristol gemacht wird, ist irgendwo Drum and Bass orientiert. Egal, ob sie schnell oder langsam ist. Drum and Bass or down tempo Drum and Bass. Everybody, listen very carefully. The bass is a switch. Es gibt Platten, die ich 89 gesampelt habe und heute immer noch sample. Diese Beats kommen einfach wieder. Damals hast du sie langsam im Hip-Hop benutzt und jetzt hörst du sie im Jungle. Es sind dieselben Breaks, nur beschleunigt. Oft reicht ein einziges Stück, um dich einzunehmen. Mein Bruder zum Beispiel stand immer nur auf Hip-Hop und sonst gar nichts. Wenn ich ihm meine Jungle-Sachen vorspielte, meinte er immer nur, nee, zu schnell, kommt nicht gut. Doch dann hörte er ein oder zwei Stücke mit Samples, die er vom Hip-Hop oder Ragga her kannte. Und bang, schon war er drauf.
Some people use jazz samples. Manche Leute benutzen Jazz Samples, andere benutzen Hip-Hop oder Rugger Samples. Dabei geht es nur darum, einen Hook zu finden, der dich aufhorchen lässt. Jetzt heißt es plötzlich, oh, Jazzy Jungle, wie abgefahren, wie toll. Dabei ist es dasselbe wie vorher. Wir haben einfach nur die Rugger Vocals durch einen Jazz Loop ersetzt. Eines Tages werden wir einen Jungle Tune hören, der Fleetwood Mac samplet, und unsere Eltern fangen an zu raven. Weißt du, was ich meine? Denn diese Musik ermöglicht dir besser als jede andere Musik, all deine verschiedenen Einflüsse zum Ausdruck zu bringen. Wir befinden uns in einer Periode, wo es heißt, zeig, wo du herkommst. Wenn du eine Geschichte hast, dann lass sie sehen. Lass sie hören. Now, show your skills. Show your props. Show us your history. If you've got history in this thing, let's see it. Let's hear it. You understand? Things are not real. Yeah, I'm gonna film a forgery. Each new hour holds new chances, a new beginning. The horizon leans forward, offering you space to place new steps of change. Music in general. Musik im Ganzen bedeutet für mich die totale Freiheit von Gefühl und Ausdruck. Und ich glaube, Drum & Bass bringt diese Offenheit total auf den Punkt. Und für mich ist das überhaupt nichts Neues. Dieser Sound war schon immer da, in den 70ern, in den 60ern. Diese Musik braucht keine Referenzen, sie ist das, was sie ist. I'm just stubborn, do you know what I mean? Ich bin einfach stur, wenn du weißt, was ich meine. Ich mag, was ich mag, und was ich nicht mag, mag ich nicht. Ich würde nicht spielen, was ich nicht mag, nur um dir zu gefallen, denn das würde mich nicht befriedigen. Because that doesn't please me. DJing hat mir die Möglichkeit eröffnet, zu reisen. Es ist eine echte Erfahrung, in einem Land zu spielen, wo sie die Musik noch nicht gehört haben. Manche Leute kommen gar nicht damit zurecht und andere gehen gleich richtig ab. Es ist ein ziemlich gutes Gefühl. I remember going to this party and just listening to him really, and it was like. Ich weiß noch, wie ich ihn auf dieser Party hörte. Zum ersten Mal hörte ich jemanden, der sich nicht in den Vordergrund spielte und nervigen Kram ins Mikro blökte. Er sagte konstruktive Sachen, die mit meiner Musik einhergingen. And it fitted around the music I was playing. It just kind of went together. I was looking for a DJ. Ich war auf der Suche nach einem DJ, der gute Sounds spielte. Beschreiben konnte ich die Sounds zu diesem Zeitpunkt nicht. Einfach Musik, die anders und eigenständig war. Als ich hörte, was Danny spielte, war mir sofort klar, das ist es. And told a story in the music. When I heard what Danny was doing, that to me was sort of like, this is the guy. This is the sound. What makes a good MC? Was macht einen guten MC aus? Er muss eine gute Message haben und in der Lage sein, sie zum richtigen Zeitpunkt rüberzubringen. Es geht darum, die Musik zu unterstützen und nicht darum, sich selbst in den Vordergrund zu spielen. Kein MC kann alle Tracks kennen. Nein, unmöglich. Du musst jemanden finden, so wie ich Conrad gefunden habe, der ständig für dich arbeitet und der deine Tracks kennt. Obwohl auch er nicht alle kennt. Oft fragt er mich, was ist das für ein Stück? Doch er weiß, wo ich herkomme und was ich mache, sodass er immer reinfindet. Du musst dich in die Musik hineinfühlen und dir sagen, da will ich meinen Text platzieren. Und wenn du dir das sagst, dann hast du's. He looked into your life.
Du hast einen Macintosh als Sequencer. Du hast drei Keyboard-Spieler, nämlich mich, Christina und Rob. Tim spielt Bass. Und dann sind da noch Cleveland und Lorraine. Es funktioniert einfach, weil wir 1996 haben und ein Macintosh dasselbe Recht hat, auf der Bühne zu sein wie ein verdammtes Saxophon. Goldie hat die Fahne für diese Musik hochgehalten. Das, was in ein paar Jahren unser Job sein wird. Er hat den Leuten gezeigt, dass die Musik weltweit ist. Es ist eine Underground-Szene, die sich mehr und mehr durchsetzt. Ich habe ihn bei einem Björk-Konzert in Paris vor 40.000 Leuten spielen sehen. Und sie sind voll drauf eingestiegen. And it was just watching like 40,000 people at a Bjork concert, then getting to Goldie's music. But the best thing about it is. Doch das Beste daran ist, mit einer Band auf Tour zu sein und jeden Tag etwas Neues von den Musikern zu lernen. Ich habe keinen Schimmer, was G-Dur oder F-Moll ist. Entweder es klingt gut oder nicht. Es ist wieder an der Zeit, Dissident zu sein. Neben dem Ton ein Akkord. One chord. I've had people say. Dieselben Leute, die mich früher schräg angeguckt haben und meinten Scheiß Jungle. Stehen jetzt alle drauf. Inzwischen kommen die verschiedensten Leute in unseren Club. Von Desiree und Cleveland Watkins bis zu James Lavelle. Alle sind sie da. Das nenne ich Freestyle. Lavelle, all of them, Jan. It's just. That is what you call Freestyle, man. Bei den Metalhead Sessions geht es darum, unseren eigenen Club zu haben. Es ist etwas, was Goldie schon lange machen wollte. Der Club hat einen ziemlich Oldschool-Vibe. Es spielt keine Rolle, wer du bist, wo du herkommst oder was du anhast. Du kannst einfach hingehen und dich so zur Musik ausdrücken, wie du willst. Außer dem Blue Note habe ich keinen Lieblingsclub. Ich gehe wegen den Sounds hin, die dort laufen. Ich musste zurückfliegen, um in dem verdammten Club zu sein. Ich stand auf der Bühne und dachte nur, verdammt, der Club. Ich musste einfach hin und ich habe alles gegeben. Diese Szene steckt für mich noch in den Kinderschuhen. Wir haben gerade einmal die Spitze des Eisbergs erreicht. Drum and Bass scheint im Moment seinen Höhepunkt zu haben. Aber ich glaube nicht, dass es immer größer und noch größer wird. Ich erwarte, dass es ein anerkanntes Genre wird, das jeder kennt. Es ist totaler Freestyle, vom Millionär bis zum Habenichts. Und genauso muss es sein, denn der Vibe für die Musik ist einfach da. Ich hoffe, es bleibt im Underground, doch ich weiß, dass das nicht so sein wird. Die Musik drängt bereits in den Mainstream, aber um in den Mainstream zu kommen, musst du sie ändern. Und dann ist sie nicht mehr das, was sie eigentlich ist. Es gibt eine riesige Breakbeat-Kultur in England. Wie Popmusik wird Jungle ein Teil des täglichen Lebens.